So, wir wollten weiter die Karte aufdecken. Also erstmal nach Süden, schwenkt nach Osten, gucken, ob wir hier irgendwo weiterkommen und sonst über die Brücke darüber, die anscheinend auch Richtung Steinstadt führt. Aber gut. Süden, hier lang. Brunnen. Feuerresistenz. Oh, das könnte praktisch werden. Bei den ganzen Gocklingen, die hier rumtanzen. 1, 2, 3 Geister, 4, 5. Aber das sind alles die ganz einfachen. Da versuchen wir mal nicht allzu viel Mana zu verbrauchen. Wir haben nämlich nur noch 4 Essen. Das heißt, wir sollten demnächst entweder zurück zu der einen Herberge, also der im Norden, oder wenn wir eh bei Steinstadt vorbeikommen, oh, schießen gerade gegen die Mauer, bei Steinstadt vorbeikommen, da kurz reinhuschen, Nahrung kaufen und vielleicht eine Runde Arkomate spielen. Obwohl, drinnen hatten wir schon, ne? Und draußen glaube ich auch. Mist, können wir also gar nicht mehr. Aber ja, es gibt noch mehr als genug Städte, wo wir das können. Also im Forst können wir es noch, in Afli, Tattaya, was es noch so alles gibt. Nur noch 2 Geister, die weglaufen. Okay. Du wirst von Lanera eingesammelt. Da oben scheint was drauf zu sein. Oh, Gargoyle. Das tut irgendwie weh. Wasserschaden kriegt er, aber kein Schmerzschaden. So. Alles grün? Alles grün. Fünftes Element. Ja, okay. Hoch da. Brauchen wir gar nicht mehr den Sprungzauber. Und hier haben wir Ausdauer und Stärke plus 10. Permanent. Das ist sehr schön. Okay. Schön, dass sie so einfach mal versteckt sind. Vor allem 10 Stärke, warte mal. 38. Ausdauer 38. Wir könnten demnächst nochmal versuchen, die eine Herausforderung zu machen. Die war in Erassia im Südosten. Ich würde gerne helfen. Können wir das wirklich brauchen? Blitzstrahl. Ja, Blitzstrahl können wir auf jeden Fall gebrauchen. Wenn wir irgendwann mal keinen Mana haben, ist das doch ganz praktisch, so eine Schriftrolle zu haben. Oder halt den Zauberstab, den wir auch gefunden haben. Brakkada-Wüste. Och, nö. Das muss nicht sein. A-Bär. Aha, das muss sein. Wir wollen jetzt hier keine blauen Punkte verpassen. Wie da unten rechts zum Beispiel. Es könnte ein Riesenhaufen Gold sein. Oder ein Stein. Und es ist ein Stein. Also Meteorfragment. Noch mehr Geister und... Oh, da sind auch stärkere Geister dabei. Schießen, schießen. Wasserschaden? Kriegt ihr nicht. Okay, also nur Lunanera. So, rückwärts. Schießen, zaubern, schießen, schießen. Zaubern, schießen, schießen, schießen. Und schon sind es nur noch kleine Geister. Okay. Ja, ich muss schon sagen, momentan kommen wir ziemlich gut zurecht. Aber das ist auch, glaube ich, der beste Weg. Also wenn wir von vornherein gleich in die roten Linien gelaufen wären, zu den Medusen, dann wären wir einfach nur gestorben und gestorben und gestorben. So haben wir jetzt schöne Zauber. Wir haben die Expertenränge, die wir gerne hätten. Ausrüstung ist auch schon einigermaßen okay. Das heißt, wir können jetzt richtig gut durch die ganzen Hügelgräber durchgehen. Und hier ist eine Sackgasse. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, da geht es auf jeden Fall weiter. Wollen wir da kurz rüberhopsen? Ja, doch. Warum nicht? Wo ist es schön eng? Hier. Hops. Noch mehr Erz. Können wir immer gebrauchen. Oh, hier geht schon wieder raus. Können also gleich wieder rüber. So, nicht ins Wasser fallen. Keiner unserer Helden kann schwimmen. Sogar ziemlich dramatisch nicht schwimmen können. Die kriegen sehr schnell sehr viel Schaden. Und hier geht's schon wieder raus.
Hallo, Gocklinge. Das ist gemein. Die können einfach langlaufen, wir nicht. Kommst du mal da runter? Das tut irgendwie weh. Oh, 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 Talana kriegt ja ganz schön eins auf den Deckel. Warte mal, heilen. So, einmal um die Ecke. Sind ja doch ein paar mehr. Kommt der jetzt von hinten angeschlichen? Du bist ja garstig. So. Geister habe ich gerade auch noch gehört. Nein, wir wollen nicht in die doofe Wüste. Wir sollten echt von woanders angreifen. So, Quatsch. Nehmen wir alles mit. Das tut irgendwie weh. Der da sieht größer aus. Ist aber auch tot. Ah, das war ein richtiger Gok. Was bist du? Du bist ein Magok. Hm, kann man leicht missverstehen. 10. Ah, halten ein wenig mehr aus. Naja. Bringen aber auch kein Geld. Hm. Das ist nicht schön. Wir sind doch immer pleite. Wie auch immer wir das anstellen. Gibt halt zu viel, was man kaufen kann. So einfach. So. Komm, weg, 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 weg. Girogon, hau den um. Das tut irgendwie weh. Du heil sie. Nochmal heilen. Dich selber. Gucken, ob die Geister was dabei haben. Nein. Und den einen Maggot da oben. Irgendwie treffen wir nicht. Schon besser. Du, komm da runter. Ganz langsam kommt er auch runter. Ist da oben was drauf oder verstecken wir sie da bloß? Sieht nicht so aus, als wenn da was wäre. Ist fast gar kein Platz oben drauf. Hm, sei es drum. Den einen hier bringen wir jetzt um. Den anderen lassen wir da einfach. So. Oh, Meteorerz. Das kommt mit. Du kommst mit. Und hier auf der Rückseite des Berges scheint etwas zu sein. Sagt zumindest unser magisches Auge. Nämlich... da. Unser magisches Auge täuscht sich. Und wir müssen da gleich hochhopsen. Na komm, kipp um, du kleiner Gockling. Also. So, wie kommen wir da jetzt hoch? Ich denke, hier werden wir springen müssen. Du... Sprung und ganz langsam und mühselig hochklettern. Nennt sich Pixel Climbing. Hoch, 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 hoch. So, was haben wir hier? Hügelgrab. Also eins von anscheinend ziemlich vielen. Gibst du mal... Oh, oh, wir wollen nicht runterrutschen. Wir wollen nicht runterrutschen. Und den da hinten, der... Wo bist du? Ach, da. Umso besser. Bleib schön hier oben. Komm schon. Nein, nicht, 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 nicht. Jo, okay. Haben ihn. Dann haben wir endlich unsere Ruhe hier oben. Wir können auch... Was war das? Da hinten irgendwo ist irgendwas. Hm. Karte. Ja, also die Insel hätten wir. Wo war das Geisterhaus? War das das Geisterhaus oder das? Ich glaube, das da. Okay. Also das Geisterhaus müssen wir noch leerräumen für eine Aufgabe. Hier hätten wir ein Hügelgrab. Da wäre ein Hügelgrab. Ich glaube, da oben war auch eins drauf. Hier ist eins. Okay. Wir laufen jetzt aber mal die Brücke weiter. Richtung Steinstadt. Gucken uns auf der Insel, dieser Hügelberg, was auch immer, wo die Steinstadt draufsteht, sehen wir uns mal genauer an.
Vielleicht sollten wir vorher einmal dich heilen und schlafen. Da hinten scheinen noch mehr Gargoyles zu sein. Platsch. Ja, das ist nicht so schön, wenn Sachen ins Wasser fallen. Dann sind sie nämlich ganz weg. Auch wenn das eine Erz-Dämon-Drachenleiche ist. Plusch, weg. Mit allem Gold und aller Ausrüstung, die dabei waren. Was doch ein wenig ärgerlich sein kann. Also sollte man das, wenn es geht, vermeiden. Okay, bei Gargoyles ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber... generell. Splush. Das tut irgendwie weh. Ja, kann ich mir vorstellen. 31 Gold, 24 Gold. Boah, läppert sich. Aber immer noch besser als die Gox und Gockling und was weiß ich, die gar nichts haben und noch Feuerbillischen. Na ja, genau ihr. Das sind alles nur kleine Gocklinge. Komm. Euch hauen wir jetzt weg. Wir sind gleich in der Steinstadt. Dann können wir uns neue Nahrung kaufen. Außerdem haben wir so dermaßen viele Äpfel dabei. Und finden hier überall welche. Das könnten wir zwischendurch auch mal benutzen. So, Gott. Gott. So, die Dinger sollte alle Gerogon bekommen, richtig? Richtig. Leer. Eine Kiste. Und ja, da schreien ein paar Gockling rum. Wir dürften eigentlich nicht an uns rankommen. Okay. Du bewahren auf dich. Du bewahren auf sie. Du bewahren auf sie. Und sie ist nicht mal... okay. Können wir das wirklich brauchen? Können wir das wirklich brauchen? Wie viel haben wir da? 490. Ja. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? 8 Gold nehme ich nicht mehr mit. So dekadent sind wir inzwischen. War es gerade ein Geist hinter uns? Na gut. Oh, hier ist noch so ein Schutzding. Geisterresistenz. Auf der anderen Seite war Feuer. Jo. Und wie lange hält's? 4 Stunden. Also 5 Stunden fast. Das ist ordentlich. Aber jetzt erstmal rein in die gute Stube. Ordentlich schlafen in der Taverne. Nahrung kaufen und ein bisschen was verkaufen. Plattenrüstung, Taverne. Was kann ich euch bringen? Steinsuppe. Gute Nacht. Die gute alte Steinsuppe. Das muss infiziert werden. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Weg, weg, weg. Questsachen zu ihm. Reagenzien zu ihr. Erz und Äpfel zu ihr. So, zwischendurch ein bisschen aufräumen. Also, außer bei Gerogon. Gerogons Inventar wird immer zugemüllt sein. Das gehört zum Charakter. Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Wir haben keine einfachen Mana-Tränke mehr. Geschafft. Also diese 9er-Stufen, die inzwischen 11er sind, weil wir es erhöht haben. Die perfekte Mischung. Wir bräuchten ein paar leere Flaschen, fällt mir auf. Ja, und sowas wie die... eine Reagenzien können wir jetzt auch wegschmeißen. Wir finden so schnell 5er, das passt schon. Na, Alchemist wäre nicht schlecht. Ich glaube, ich weiß sogar, wo hier einer war. Aber erstmal Licht. Und die Waffen und Rüstung verkaufen. Sucht ihr etwas? Weg, 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 weg. Hast du etwas Schönes? Boah, die sieht schön aus. Angriff plus 11, Schaden 4d2 plus 11. Sehr nett. Oh, Zwergenmorgenstern. Angriff plus 8, 2d4 plus 8. Das könnte doch sogar was für dich sein, oder? Danke. Ja, definitiv. Das kommt weg. Sucht ihr etwas? Das kommt weg. Das wird gekauft. Hier, soweit nichts. Okay. Danke für euren. Du zu ihm. Sehr gut. Er braucht eigentlich nur noch einen ordentlichen Helm. Und vielleicht eine Plattenrüstung, die nicht ganz so verrostet und eingedellt aussieht. Dann wäre er ein richtiger Paladin.
Jedenfalls optisch. Rüstung, ne? Ja. Eine Rüstung verkaufen und vielleicht eine bessere kaufen. Rüstung.